Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Hallo, herzlich willkommen zu unserer Sendung heute im Speckgürtel von Hamburg. Unser Reiseziel des Tages hier sieht eher aus wie ein großes Baumhaus. Ja, damit liegst du gar nicht so falsch. Hinter uns steht nicht Grimms Märchenhütte, sondern der Waldkindergarten Bergedorf. Dies ist das Hauptquartier. Die Kinder sind aber selten da drin, sondern meistens da draußen. In der Natur, im Wald sollen sie spielend lernen. So das Ziel und auch die Hoffnung der Eltern. Ich sage typisch deutsch. Ich kenne persönlich nur den Garten meiner Vorschule. Aber ich bin schon sehr gespannt, es zu entdecken. Denn wir fragen uns heute, wie fördert man sein Kind am besten? Dabei werden wir sehen, was hinter der Idee von Waldkindergarten sich verbirgt und wie man Kinder dazu bringen kann, schlau zu werden. Und wir sollten nicht zu lange warten, denn unsere Hauptpersonen des Tages warten schon. Eine ganze Gruppe an Kindern, mit wem wir gleich in den Wald gehen. Ja, die Eltern wollen natürlich für ihre Kinder das Beste. Das ist auch richtig so. Aber manchmal meinen die Eltern es vielleicht auch ein bisschen zu gut und schießen auch mal übers Ziel hinaus. Wir stellen Ihnen jetzt eine ganz besondere Gattung an Eltern vor. Helikoptereltern. Keine Ahnung, Eltern, die viel reisen oder? Helikoptereltern. Na, helfen Sie mir ein bisschen auf dem Sprung. Eltern, die in die Luft gehen. Was Sportliches? Eltern, die ständig rumschwören und ihre Kinder bespaßen von morgens bis abends vielleicht? Ja, so ungefähr. Helikoptereltern nennt man Eltern, die wie eine militärische Eingreiftruppe ständig über ihren Kindern kreisen. Sie beschützen, mit Bildung vollstopfen und fördern, wo es nur geht. Ein neuer Trend, ein neues Problem. Es stört mich daran, dass ich das Gefühl habe, dass hier eine unmündige, unselbstständige Generation herangezogen wird. Kindern, denen oft bis, sie sind dann keine Kinder mehr, bis ins vierte Lebensjahrzehnt, von den Eltern alles geregelt wird. Josef Kraus ist Vater, Schulleiter und Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Mit Sorge betrachtet er eine zunehmende Überkontrolle bei den Eltern. Da kommt es schon immer häufiger vor, dass wegen einer läppischen Note 3 oder 4 in einer marginalen Prüfungsarbeit dann mit dem Rechtsanwalt gedroht wird. Da kommt es vor, dass geklagt wird über die Sitzordnung in der Klasse. Da kommt es vor, dass geklagt wird über das Gewicht des Schulranzens. Eltern wollen eben nur das Beste für ihre Kinder. Noch nie wurde so viel Zeit in sie investiert. Was soll schlecht daran sein? Wie viel Förderung ist gut? Und wo behindert der Kontrollwahn die Entfaltung? Wie soll man sich entfalten, wenn da ständig jemand ist, der es besser weiß oder anders weiß? Und der kann mich nicht entfalten. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand immer um mich herum doktort, furchtbar. Ab einem bestimmten Alter, finde ich, müssen die Eltern ein bisschen Distanz wahren und die Kinder auch mal ihren Style durchbringen lassen. Ob das beim Einkaufen ist, haben wir heute ja auch hinter uns. Ne? Ich glaube, wir übertreiben ein bisschen. Also ich glaube, wir sind solche Eltern. Früher hatten wir beim Radfahren auch keine Ellbogenschützer, Knieschützer, Helme auf. Ja? Und heute geht es ohne dem gar nicht mehr. Ja? Also das finde ich einfach völlig übertrieben. Ich glaube, der Druck wird größer. Das ist, denke ich, das Thema. Ne? Die Eltern haben immer mehr Sorgen, dass ihre lieben Kleinen nicht vernünftig landen in dieser Gesellschaft. Und das macht natürlich auch Ängste. Und die Ängste sorgen vielleicht auch dafür, dass manche Eltern sehr viel pushen und sehr wenig Vertrauen in ihre Kinder haben. Und so kommt es zum Förderwahn. Freizeit wird generalstabsmäßig verplant. Der Ehrgeiz der Helikoptereltern kennt kaum Grenzen. Hoppla, was könnte man noch? Vielleicht hat die Tochter mit Chinesisch die Nase vorn. Dein Kind hat nur eine Chance mit Abitur, mit Bachelor, mit Master. Deutschland braucht mehr Abiturienten, braucht mehr Studenten, um im Haifischbecken der Globalisierung mithalten zu können. Und da muss man alles hineinprogrammieren in das Kind, was überhaupt denkbar ist. Kinder sollen optimistisch und offen und gerade ausblickend in die Zukunft gehen können. Wenn Eltern ihnen Angst vor Abstieg machen, Angst vor Versagen machen, dann ist das nicht gut für die Entwicklung der Kinder. Sogar bis in die Uni geht die Kontrolle. Helikoptereltern wollen genau wissen, was und wie ihre Kinder studieren.
Also für die Kinder ist es natürlich bequem, betütelt zu werden und vom Kreissaal bis in den Hörsaal begleitet zu werden. Aber es bleibt die Eigenverantwortung, die Eigenständigkeit auf der Strecke. Es bleibt wahrscheinlich auch auf der Strecke der Stolz und die Freude darüber, dass man selbst etwas geschafft hat. Und was rät Josef Kraus fürsorglichen Eltern? Mehr Zeit für Langeweile. Es gibt ein Recht auf Faulheit, Klammer auf, aber nur für den Fleißigen. Entschleunigung ist richtig. Dieser Beschleunigungswahn, den wir, nenne das Beispiel, 8-jähriges Gymnasium verordnet bekamen, halte ich für völlig falsch. Entwicklung braucht auch Zeit, braucht Gelassenheit, braucht Ruhe. Nur dann bekommen wir auch mündige und reife Persönlichkeiten. Josef Kraus teilt Eltern ein in Rettungshelikopter, Transporthelikopter und Kampfhelikopter. Ihnen allen empfiehlt er, sich zu entspannen. Man kommt mit Humor, mit Selbstironie, mit einer gewissen Leichtigkeit der Betrachtung der eigenen Person einfach leichter durchs Leben. Für die Kinder hier findet das Frühstück nicht in den vier Wänden der Familie statt, sondern im Freien, im Wald. Ben Büschel, Sie sind einer der Erzieher hier im Waldkindergarten Bergedorf. Gehört das hier zum alltäglichen Ritual? Ja, so starten wir jeden Morgen. Wir laufen an einen Platz im Wald, frühstücken dort. Die Kinder stärken sich mit ihren Broten und Äpfeln und was sie alles mitgebracht haben, trinken noch einen Schluck Tee. Und dann kann es auch schon losgehen in den Waldtag. Ich muss sagen, für uns in Frankreich ist das Konzept Waldkindergarten wirklich ganz neu. Es existiert fast nicht. Vielleicht gibt es ein Pilotenprojekt hier und da. Aber ist es wirklich so, dass man bei jedem Wetter rausgeht mit der Kinder? Ja, wir sind bei jedem Wetter das ganze Jahr über draußen, bei Wind und Regen. Die einzigen Tage, wo wir nicht in den Wald gehen, ist es, wenn es stürmisch ist und Gewitter ist, denn dann dürfen wir nicht in den Wald, ist auch zu gefährlich. Dann ansonsten sind wir das ganze Jahr über draußen. Ist das wirklich so oder werden die Kinder da auch ein bisschen zwangsbeglückt mit so jeden Tag raus in den Wald spielen? Die Kinder nehmen das Regenwetter oder den Wind in Hamburg hier gar nicht als schwierig wahr. Für sie ist das ein normaler Spieltag. Sie haben gute Klamotten an und laufen und spielen und arbeiten. Es sind eher die Erwachsenen, die dann morgens auf den Himmel gucken und sagen, oh, heute ist aber Schiedwetter. Aber den Kindern fällt das gar nicht so auf. Aber die werden bestimmt häufiger krank, oder? Nee, es ist also so, dass ja die Keime in geschlossenen Räumen sich viel leichter verbreiten. Und hier an der frischen Luft kann man sich gar nicht so leicht anstecken wie in einem geschlossenen Raum. Außerdem härtet das Wetter und der tägliche Waldtag auch ab. Ja, und die Kinder, die kauen an den letzten Bissen ihrer Butterbrote. Wie geht's dann weiter? Die Kinder haben sich jetzt überlegt, was sie machen wollen. Wir haben Seile dabei, wir haben Werkzeuge dabei, Bestimmungsbücher, falls sie Pflanzen finden. Die Insekten kommen aus dem Boden herausgekrabbelt. Man muss nur ein bisschen graben und findet dann schon allerhand Getier. Und wir können gleich mal gucken, was die Kinder sich heute so aufgebaut haben. Heute haben sie mit Seilen vor, eine Schaukel zu bauen. Oh, interessant. Eine Schaukel selber zu bauen, auf Exploration durch den Wald zu gehen, das klingt schon mal interessant, warum nicht? Aber es gibt ehrgeizige Eltern, die sich was ganz anders ausgedacht haben, um ihre Kinder für die Zukunft zu trainieren. What can I see in my wonderful book today? I see Marie ist 4 Jahre alt und lernt bereits ihre erste Fremdsprache. Marie, would you like to count to 5? 1, 2, 3, 4. Oh, so many, so many. Very good. Das Mädchen besucht einen Frühförderkurs. Wie viele andere Kinder in Deutschland auch. Die Erwartungen der Eltern sind hoch. Dass sich das zweite Sprachzentrum halt aufbaut, weil ich vom Haus aus Englisch nicht so kann. Und darum hoffe ich, dass sie damit in der Schule mal besser sein wird als ich in Englisch. Dass sie merkt, das ist alles gar nicht so schlimm. Und später mal, wenn sie zur Schule geht, dass sie dann das Gefühl hat, ach, das kann ich alles schon, das ist leicht.
Viele Eltern sehen das so und schicken ihre Kinder immer früher in Kurse. Allein diese Sprachschulenkette hat rund 25.000 kleine Kundinnen und Kunden in Deutschland. Der Kinderarzt Stefan Renz beobachtet den Trend zur Frühförderung seit langem. Super gut. Im Moment haben wir den Eindruck, als wäre so ein allgemeiner Förderwahn ausgebrochen, als würden die Eltern das Vertrauen darin verlieren, dass die Kinder sich von selbst entwickeln, dass sie quasi an dem Gras ziehen müssen, damit es schneller wächst. Und suchen ständig nach irgendwelchen Defiziten, die sie ausbessern können und nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie sie die Gehirnentwicklung ihrer Kinder vermeintlich gut voranbringen können. Hast du denn einen Lieblings- Doch, wie ist dieser Frühförderwahn eigentlich entstanden? Die Spur führt in die 90er Jahre. Hirnforscher hatten damals herausgefunden, dass Kleinkinder über viel mehr neuronale Verschaltungen im Gehirn verfügen als Erwachsene. Und nur diejenigen, die aktiv genutzt werden, bleiben auch bestehen. Die naheliegende Schlussfolgerung? Bleibt das kindliche Supergehirn ungenutzt, verstreicht wertvolle Zeit für die intellektuelle Entwicklung des Kindes. Aber ist diese Schlussfolgerung tatsächlich korrekt? Professor André Zimpel von der Universität Hamburg bezweifelt das. Der Psychologe und Pädagoge forscht seit 2 Jahrzehnten zum Thema frühkindliche Entwicklung. Seine These? Frühförderprogramme über- oder unterfordern Kinder oftmals. Die beste Förderung dagegen ist, mit einem Kind zu spielen. Denn beim Spielen werden Kinder automatisch schlau. Man kann also davon ausgehen, dass sich beim Kind all die höheren Funktionen entwickeln im Spiel, die es später als Erwachsener braucht. Also abstraktes Denken, sich in die Position anderer hineinzuversetzen, die Fähigkeit, Regeln einzuhalten, Regeln zu erfinden. André Zimpel untersucht in seinem Hamburger Aufmerksamkeitslabor das kindliche Spiel. Ein Puppentheater. Per Computer erfasst der Forscher die Blickbewegungen des kleinen Jamiro. Mithilfe eines sogenannten Eye-Trackers misst er, wie lange das Kind dem Spiel aufmerksam zuschaut. Nach nur kurzer Zeit, Jamiro durchschaut den immer gleichen Ablauf und wendet sich gelangweilt ab. Dann eine neue Herausforderung. Und plötzlich ist er wieder aufmerksam. Das Gute am Spiel ist, dass es erstmal immer ambitioniert ist. Die Kinder suchen Herausforderungen, die sie nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Also sie suchen einfach nach geistiger Nahrung. Und diese geistige Nahrung liegt genau in dem Bereich, wo es anstrengend ist, aber nicht überfordernd. Und das weiß jedes Kind für sich selbst am besten. Das könnte keine Fördermaßnahme von außen so genau treffen. Standardisierte Förderprogramme, wie das in dieser Sprachschule. Hier lernen alle Kinder den genau gleichen Stoff in straforganisierten Einheiten. Egal ob in Singapur, Hamburg oder Toronto. Einmal pro Woche kommen die Kleinsten mit Englisch in Berührung. Der Erfolg, da sind sich die meisten Forscher einig, ist gering. Nur wenn Kinder die Fremdsprache im Alltag sprechen, macht das Sinn. Gehen Sie aber zu Kursen, wo Sie eine Fremdsprache lernen, die Sie nur als Hintergrundgeräusch ernst nehmen können, weil es wirklich keine Mitteilungsabsichten dahinter stecken und weil Sie merken, dass auch die Eltern das von Ihnen erwarten, dass Sie das tun und sehen aber nicht den Sinn darin, dann wird der Effekt eigentlich sehr gering sein. Es ist eigentlich verschwendete Zeit. Spielen ist keine verschwendete Zeit, sondern kann ganz im Gegenteil sogar eine erfolgreiche Therapie sein. Das hat André Zimpel bei Kindern mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom, festgestellt. Kinder, die vorher eben überhaupt nicht gesprochen haben, fangen im Spiel plötzlich an zu sprechen, sogar grammatikalisch kompliziertere Sätze zu bilden. Und noch größer ist der Erfolg, wenn man Anregungen in eine Kindergruppe gibt und die Kindergruppe unter sich sozusagen spielerisch die Dinge üben lässt, dann ist der Erfolg am allergrößten. Spielen als Therapie. Ein Erfolgskonzept bei Kindern mit Einschränkungen. Doch auch für normal entwickelte Kinder gilt, Spielen ist die beste Förderung überhaupt. Das haben Ergebnisse aus Vergleichsstudien mit nicht behinderten Kindern gezeigt. Welche Bedeutung das kindliche Spiel für die geistige Entwicklung eines Kindes hat, ist den meisten Eltern gar nicht bewusst. Unter dem Druck der globalisierten Wissensgesellschaft verplanen sie die letzten Freiräume ihrer Kinder. Dabei ist gelungene Frühförderung für Eltern ganz einfach umzusetzen. Mal einen Ball nehmen, zusammen draußen kicken,
Sie sollten zusammen Radfahren und sie sollten vor allen Dingen Vertrauen darauf haben, dass die Kinder das, was sie interessiert, auch selbst in die Hand nehmen und sich dann von selbst weiterentwickeln, ohne dass man sie dazu drängt. Jetzt in mehreren Anläufen tatsächlich eine funktionierende Schaukel selbst gebaut. Man hätte es sich jetzt auch einfacher machen und einfach eine Schaukel aus dem Baumarkt hier aufhängen können, aber das ist wahrscheinlich nicht Teil des Konzepts hier. Ne? Das stimmt. Wir finden es auch wichtig, dass die Kinder möglichst viel selbsttätig arbeiten können. Mhm. Und eigentlich brauchen sie nur ein Seil, finden alles Weitere, was sie brauchen, im Wald und können so ja, ihre eigenen Spielzeuge bauen. Ist es wirklich so wichtig, hier ganz ohne Spielzeuge zu spielen und zu arbeiten? Wir sind ein spielzeugfreier Kindergarten, das heißt, wir haben möglichst kein sinngebendes Spielzeug mit dabei. Die Kinder selber geben den Materialien, die sie im Wald finden, ihre Bedeutung. Ein Stock kann sowohl ein Ritter als auch ein Astronaut oder eine Wasserpistole oder ein Schwert sein. Die Kinder müssen sich im Spiel darüber austauschen. Sie müssen kommunizieren, sie müssen verhandeln und das sind alles Eigenschaften, die wir fördern möchten. Andere Kindergärten, andere Vorschulen haben zum Beispiel auch einen Garten oder ein Hof, wo die Kinder spielen können. Was ist jetzt der Mehrwert von dem Waldkindergarten, von diesem Konzept? Ich finde, das Besondere ist, dass die Kinder den Wald als ihren Lebensraum auch wahrnehmen. Die sind jeden Tag hier, sie spüren die Veränderungen, die hier täglich stattfinden. Vor einer Woche sah es noch ganz anders aus hier. Ich finde, Kinder brauchen eine besonders anregende und herausfordernde Umgebung, um sich motorisch und kognitiv entwickeln zu können. Und ich glaube, der Wald bietet ihnen genau das Richtige. Gibt es schon Erkenntnisse, was die Kinder hier mit in die Schule nehmen, aus dem Waldkindergarten im Vergleich mit anderen Kindern? Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass sie sprachlich gewandt und sicher sind, dass sie ein gutes Selbstbewusstsein haben und allgemein im sozial-emotionalen Bereich mit leichten Vorteilen in die Schule starten. Einfach weil sie hier in einer Gemeinschaft groß geworden sind, die ihnen viel Kommunikationsfähigkeit und Bereitschaft abverlangt. Und das ist in der großen neuen Situation der Schule dann von großen Vorteilen. Abgesehen von den Sozialkompetenzen, lernen sie dann noch andere Fähigkeiten? Da die Kinder ja das ganze Jahr über sich in der Natur aufhalten, haben sie ein breites Basiswissen über Biologie, über Wald, über Vorgänge. Wie wachsen Bäume? Was ist wichtig für Leben? Was sind Insekten? Das sind alles Dinge, die die Kinder hier so ganz spielerisch nebenbei schon mitnehmen. Das heißt, für Fächer wie Biologie und Physik, hier haben sie selber eine Schaukel gebaut, angewandte Physik, sind sie richtig gut gerüstet. Jetzt können die Kinder sich noch austoben, aber spätestens, wenn sie in die Schule kommen, ist der Spaß vorbei. Dann müssen sie still sitzen. Und das fällt vielen nicht leicht, besonders den Jungs. Jungs und Mädchen sind unterschiedlich und sie lernen auch unterschiedlich. Aber wie kann da eine Schule darauf eingehen? Jungs, sie sind zappelig und unkonzentriert, stören den Unterricht und machen nur Quatsch. Außerdem lesen sie weniger und schlechter als Mädchen. Die dagegen eifrig und diszipliniert. Allerdings können Mädchen nicht so gut rechnen und trauen sich in den typischen Jungsfächern wie Physik und Mathe weniger zu. Alles nur Klischees? Die PISA-Ergebnisse sagen leider nein. Seit Jahren tobt die Diskussion um die Schule. Die einen reden von der jungen Krise, die anderen davon, dass sich im Durchschnitt zu wenig Mädchen für Naturwissenschaft und Technik interessieren. Aber warum ist das so? Lernen Jungen und Mädchen unterschiedlich? Das erforscht die Psychologin Bettina Hannover. Die Leistungsfähigkeit von Jungs und Mädchen ist eigentlich ähnlich. Der entscheidende Unterschied liegt in den geschlechtsbezogenen Selbstbildern. Mädchen sind danach gerne fleißig. Zum Bild von Männlichkeit gehört dagegen, dass Jungen in der Schule ohne Anstrengung erfolgreich sein wollen. Das kann eben bedeuten, dass Jungen weniger bereit sind, beispielsweise Hausaufgaben zu machen oder aber auch im Unterricht ernsthaft mitzuarbeiten.
weil sie eben das Bild haben, wenn ich ein richtiger Junge bin, dann muss ich das alles können, ohne dass ich mich auf meinen Hosenboden setze. Fleiß ist bei den Jungs uncool. Folge: Sie werden durchschnittlich eine Note schlechter bewertet als Mädchen. Außerdem: Durch ihren höheren Testosteronspiegel haben Jungs einen größeren Bewegungsdrang und sind im Unterricht unruhiger. Die Schulen versuchen gegenzusteuern. Wir sehen eigentlich sehr gute Modelle. Wir haben offene Unterrichtsformen, wo sie sich frei durch den Raum bewegen können. Wir haben auch oft die Situation, dass die Schülerinnen und Schüler rausgehen dürfen, um irgendeine Frage zu untersuchen, beispielsweise mit einem Arbeitsauftrag durchs Schulhaus geschickt werden. Und auf diese Weise bietet man die Möglichkeit, dass sie eben auch durchaus sich körperlich ausagieren und gleichzeitig etwas lernen. Mädchen schließen die Schule zwar erfolgreicher ab, doch Führungspositionen erreichen nur wenige. Der Frauenanteil in naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen liegt bei nur 30%. Das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern ist zu gering. Ein Problem angesichts des drohenden Fachkräftemangels. Mit einem Roboterprojekt sollen an der Berliner Wolfgang-Borchardt-Oberschule speziell die Mädchen für Naturwissenschaften begeistert werden. Das Roberta-Programm wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt. In den Kursen programmieren die Kinder selbstgebaute Roboter. Diese Bärchenroboter sollen einen Puck in ein Tor schießen. Mit Technik spielerisch experimentieren, das macht den Schülerinnen Spaß. Das Rumexperimentieren mit passenden Legosteinen, also wie man jetzt zum Beispiel eine Konstruktion so baut, dass sie hält, ohne dass dabei irgendwie was kaputt geht oder es nicht so funktioniert, wie man es möchte. Viele Mädchen sollten eben auch mal so eine technischen Berufe ausprobieren, damit sie halt mal gucken können, wie es so ist, mal die andere Seite sozusagen von der Welt zu sehen, eben mal die technische Seite, und das hilft eben ziemlich. Das ist für Mädchen ganz, ganz wichtig, dass das, was sie programmieren und was sie mit Technik machen, dann auch sinnhaft ist und sie dann schon erleben, dass sie eigentlich an Technik wirklich Spaß haben können und da auch erfolgreich sein können. Übrigens zeigen Studien, dass Mädchen in naturwissenschaftlichen Fächern ohne Jungen besser lernen. Der Grund? Sie trauen sich mehr auszuprobieren. Jungs profitieren dagegen nicht von reinen Jungenklassen. Ihnen fehlen dann die disziplinierten Mädchen, die sie mitziehen. Ich glaube, wir müssen Jungen zeigen, dass schulischer Erfolg nicht Mädchen konnotiert ist, sondern mit Geschlecht gar nichts zu tun hat. Es geht darum, wer sich in der Schule anstrengt, wer in der Schule motiviert mitarbeitet, der kann gute Leistungen erzielen, egal ob er ein Mädchen oder ein Junge ist. Ein Schlüssel zum schulischen Erfolg ist also die richtige Einstellung und vor allem auch Lesekompetenz. Denn wer Texte nicht versteht, hat es in allen Fächern schwer. Die Berliner Wolfgang-Borchardt-Schule versucht, Jungen fürs Lesen zu begeistern. Und zwar mit Texten, die Jungs mögen. Früher dachte ich, es ist eigentlich langweilig und so. Aber seit der AG ist es eigentlich gar nicht so langweilig. So. Es macht eigentlich Spaß. Man kann sie gut locken, indem man schaut, was schauen sie sich zum Beispiel für Serien an im Fernsehen. Und davon gibt es oftmals dann auch das jeweilige Buch dazu. Dann sagt man, warum liest du nicht einfach das Buch, anstatt die Serie zu schauen? Das ist durchaus machbar, und dann machen die Schüler das auch. Die Jungs machen das dann gerne. Und da haben sich die Noten um eine ganze Note verbessert. Also es gibt tatsächlich einen großen Unterschied. Jungen und Mädchen lernen auf unterschiedliche Weise. Doch noch gibt es keine einheitliche Strategie, darauf einzugehen. Das wird eine der Herausforderungen für die Schule der Zukunft sein. Neulich morgens kommt mein Chef und sagt: Michi, hast du Zeit? Moin. Ich bin die Michi. Ich hab einen Mann und zwei Kinder und arbeite in einer Knopffabrik. Na, dann schieb diesen Schalter mit dem Popo hin und her. Neulich morgens kommt mein Chef und sagt: Michi, hast du Zeit? Ich sag: Nee! Tschüss, Gerte, und tschüss, Pierre. Wiedersehen. Und ihr Bären, lauft los und denkt an die Haltepunkte. Oh, wie süß. Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich schon meine Zweifel. Aber es war so schön heute, diese Entdeckungsreise mit den Kindern im Wald. Ich glaube, ich wäre selber jetzt gern wieder ein Kind.
Ja, du hast das Kind in dir ja schon sehr gut bewahrt. Danke. Und mit Xenius dürfen wir immerhin jeden Tag auf Entdeckungsreise. Stimmt. Ja? Und wir könnten jetzt die Abschlussrunde auch selber machen. Stimmt, könnten wir einführen. Oder wir bleiben einfach draußen zum Spielen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. À la prochaine, restez curieux.